Hallo von Herzen, meine Lieben. Ich grüße euch zur neuen Tagesbotschaft. Wir schauen wieder, welche Energien heute wichtig werden. Ihr bedenkt bitte, das ist eine allgemeine Legung. Das heißt, die Karten müssen nicht mit euch in Resonanz gehen. Na, die nehmen wir gleich, die ist schon rausgefallen. Ja, was wollte ich noch sagen? Ach ja, und bitte bedenkt auch, dass die Legung wichtige Informationen für dich enthalten kann, je nachdem, wann du die Legung findest. Ich lasse die Karten wie immer springen und dann schauen wir mal, was sich heute hier fürs Kollektiv zeigen will. Welche Energien werden wichtig? So, die nehmen wir erstmal. Okay, also wir haben hier die 2 der Schwerter, die 10 der Münzen, die 4 der Kelche. Die 9 der Schwerter. Die ist als erstes rausgesprungen. 8 der Gehängte. So. Okay. An der Unterseite verstecken sich die 3 der Stäbe. Okay, ihr Lieben. Also, ich habe den Eindruck, dass ihr heute hier in einer Situation euch befinden könntet, in der ihr so ein bisschen festhängt in dem Bereich, was habt ihr denn schon alles erreicht in eurem Leben? Na, wir haben hier die 3 der Stäbe. Die 3 der Stäbe ist so eine abwartende, beobachtende Situation. Mit dem Schiff geht es hier darum, wo treibt es mich eigentlich noch hin? Welche Wünsche, welche Sehnsüchte habe ich? Ne? Mit dem Gehängten, das ist eine Neptunenergie. Und Neptun ist auch 12. Haus. Ne? Das sind so die Geheimsehnsüchte, Wünsche, Vorstellungen. Und wir haben hier eigentlich das 12. Haus und hier auch gleich das 1. Haus. Und ich habe den Eindruck, dass ihr heute hier prüfen könntet, was will ich eigentlich noch? Ich habe den Eindruck, ihr hängt so ein bisschen fest in den Vorstellungen, die ihr einst hattet. Na, mit den 4 der Kelche geht es hier um Wünsche und Sehnsüchte, die man hat. Man wünscht sich diesen Kelch, der aber hier auf dem Wasser ist, und übersieht aber eigentlich, dass man diese 3 Kelche hier auch schon hat. Und mit den 9 der Schwertern geht es hier um Hemmungen, um negative Gedanken, um Reue, um Schuld. Und ich habe den Eindruck, dass es wirklich sein kann, dass ihr euch heute die Frage stellt, welche Wünsche hatte ich einst? Und sind es eigentlich noch die Wünsche, die ich mir für mich in der heutigen Zeit oder in meinem jetzigen Dasein auch noch vorstellen kann, die ich erfüllt haben möchte? Mit den 2 der Schwertern ist es nämlich eine Energie, die von hin und her gerissen sein spricht, ne? Zwischen Herz und Verstand. Ist denn das, was ich mir wünsche, überhaupt realisierbar, umsetzbar? Und mit den 10 der Münzen ist es hier ja eine Merkur in Jungfrau-Energie. Ich analysiere etwas, ich analysiere den Wert, ich analysiere die Finanzen, ich analysiere ja einfach meine Wünsche, Vorstellungen, die ich mal hatte, ob das zum heutigen, wie gesagt, noch passt von mir. Und dann, du bist eher in einer stagnierenden Energie, in einer abwartenden Energie und in einer prüfenden Energie. Du hemmst dich hier aber so ein bisschen selbst, habe ich den Eindruck. Es könnte bei dem einen oder anderen auch so eine kleine, naja, wirklich so eine kleine Daseinskrise, Midlife-Krise, wie man das auch immer ausdrückt. Und es kann wirklich sein, dass du heute hier ganz stark überlegst, wo will ich eigentlich noch hin? Du machst deine Wunschliste neu. Und du hast aber hier Zweifel, was ist wirklich realisierbar? Vielleicht wurdest du schon häufig enttäuscht, dass sich be bestimmte Wünsche und Vorstellungen nicht erfüllt haben. Und das könnte dich heute nochmal zusätzlich hier einfach frustrieren. Der Hinweis der Karten ist aber, du hast ganz viel Erfahrung, ne? Mit den 3 der Stäben, das ist immer eine Energie, die sagt, okay, du stehst gerade, du beobachtest, welche Sehnsüchte, wo möchte ich noch hin? Und du hast aber mit diesen 3 Stäben hier schon eine Basis, du hast etwas erreicht, du hast Erfahrung, du hast schon etwas, ja, wie soll ich sagen, hinter dir gelassen. Na, also du hast schon etwas aufgebaut, etwas, ja, etwas erreicht. Auch wenn du das Gefühl hast, hier festzuhängen, könnte das mit einer Neptunenergie, könnten das auch Vorstellungen und also du könntest heute vielleicht wirklich etwas
negativer sehen, als es eigentlich ist. Aber du hinterfragst definitiv nochmal die Wünsche und Vorstellungen, die du einst hattest. Ich lasse mal noch eine Klärungsenergie springen für den heutigen Tag. Eine Klärungskarte bitte noch für den heutigen Tag. Eine Klärungskarte bitte noch. Ja, der Page der Stäbe. Da ist auch eine gewisse Ungeduld dabei, ne? Du brauchst irgendwie wieder, hier haben wir noch mal, ja, hier haben wir noch mal die Kraft. Du brauchst, also ich habe so den Eindruck, dir fehlt so ein bisschen momentan wirklich an Power, an Durchsetzungskraft, an Elan, an Motivation. Aber der Hinweis ist hier wirklich, mal Dinge nicht so schwarz auszumalen, wie du sie tatsächlich, also wie du sie empfindest, weil das könnte nicht unbedingt der Realität entsprechen. Also du könntest heute wirklich etwas dunkler gestalten, als es eigentlich ist. Und der Hinweis ist, hier wirklich wieder in deine Kraft zu kommen und heute vor allem keine Entscheidung zu treffen. Also ich habe den Eindruck, heute wäre nicht so der richtige Tag, um hier Entscheidungen zu treffen oder um Dinge zu bewerten. Na, du könntest heute auch Gefahr laufen, dein Leben oder die Lebensphase, in der du gerade bist, auch negativer zu bewerten, als es eigentlich ist. Na? Es kann natürlich aber auch sein, dass du heute eine Perspektive änderst, dass du auch wieder in einen neuen Wert kommst, dass du dir hier über Enttäuschung, dass du dir klar wirst über Dinge, die eben nicht funktioniert haben, aber hier eben dann gleich auch wieder in deine neue Kraft kommst. Also du prüfst auch, wo hast du dir eventuell etwas vorgemacht, ne? Aber wie gesagt, in erster Linie habe ich den Eindruck, du machst so deine Wunschliste neu. Welches Krafttier wird denn heute noch wichtig? Welches Krafttier? So, der Otter, die Originalität. Sei originell und erfinderisch. Du kannst dein Leben umgestalten, probiere neue Wege aus, du hast alle Möglichkeiten. Es ist doch immer wieder faszinierend, wie die Karten hier in Resonanz gehen. Welches Tier haben wir denn an der Unterseite? Kojote, die närrische Weisheit, unvorhergesehene Ereignisse kündigen sich an. Alles dient deinem Besten. Vertraue dem Weg. Ja, ihr Lieben, seid originell. Aber trotzdem glaube ich, so eine komplette Entscheidung heute zu treffen, also überdenkt Dinge, prüft Dinge, aber malt Dinge bitte nicht dunkler oder schwärzer aus, als sie eigentlich wirklich sind. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen zauberhaften Tag und ein Hinweis hätte ich gern noch, weil das erlebe ich oft in meinen Beratungen. Bitte vergleicht euch nicht mit anderen. Ne? Oftmals ist es ja auch so, dass eine gewisse Unzufriedenheit zustande kommt, weil wir uns mit anderen vergleichen. Jeder hat seine Lernaufgabe, jeder hat seine Herausforderung im Leben. Bei vielen wissen wir gar nicht, welche Herausforderungen sich da wirklich dahinter verstecken. Und lasst euch vor allem auch nicht immer blenden. Ne? Bei vielen, das erlebe ich auch oft, ist nach außen hin immer alles perfekt und wunderblütenhübsch und meistens ist es im Innen dann ganz anders oder sieht es ganz anders aus. Also bitte vergleicht euch nicht, fokussiert euch auf euch, fühlt in euch rein, ja, und bewertet euch vor allem nicht negativer, als ihr wirklich seid. Ihr Lieben, fühlt euch gedrückt, einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis bald, eure Helene.